So, da gehen wir mal raus. Wo war denn jetzt die Tür? Ach ja. Willst du Luft schnappen? Das sieht ja mal geil aus. Na, ich wollte schon sagen, kann man vielleicht als Thumbnail nehmen, aber das wäre wahrscheinlich ein Spoiler. Also von daher werde ich das wahrscheinlich lassen. Und irgendetwas anderes auswählen. Boah, das sieht so geil aus, die Umgebung. Hey, schreiben wir dich dazu. So, jetzt ist es offiziell. JJ, oder? Ich weiß es nicht. Boah, das sieht echt so fett aus. So, gehen wir mal zum Traktor. Das ist Olli. Hey Olli, was machst du hier draußen? Ich denke, die haben sich einen Hund oder sowas angeschafft. Schön festhalten. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr dauernd in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Das ist echt gerade geil. Okay, gehen wir mal zurück. Okay, kleiner Mann. Gehen wir mal zu Mami. Aber merkt ruhig, wie reif Ellie geworden ist jetzt so, ja? Jetzt die Wäsche aufhängen. Oh, mein Rücken. Schaffst du es? Oh, gehen wir mal hinterher. Ich schaff das. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay, es reicht. Im Ernst. Willst du es streicheln? Hier.
Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Yeah. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Psst, ich bin der Superschäfer. Hört her, Schafe. Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit. Noe, Scheunenzeit. Daisy, rein da. Ey, das sieht echt so geil aus. Viele Schafe. Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. Eins, zwei. Ich höre lieber auf, ich bin ganz müde. Eugene. Hey, hey, rein, rein. Todd. Na, Bewegung. Ach, wir haben viel zu viele Schafe. Sind alle drin? Nein, hier sind, hey, sind nur zwei. Davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Ist dir warm genug, Kumpel? Nur noch ein paar. Ich habe einen für dich. Wie heißt das leiseste Tier auf dem Hof? Schaf. Wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Okay. Okay, Schafe. Wir sehen uns morgen. Hey. Wo kommst du her? Kleiner Freund. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, ist klar, das wird's nie wieder vergessen. Boah, wo kommt der Sturm auf einmal? Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Da denken wir, das gibt es ein Happy End. Hey, seh mich an. Alles gut. Du bist zu Hause. Du bist zu Hause. Atmen, atmen. Ich kann nicht. Okay, kann ich. Ich nehme ihn, okay? Na komm. Komm her. Komm schon. Ich weiß nicht, was. Ich hab nur die. Ist okay. Na, alles. Hey. Oh Mann. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Thank you.
geht noch weiter. Also ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber ich glaube, ich werde die Aufnahmen als einen Part behandeln. Also das geht jetzt nur 2-3 Stunden, dann höchstwahrscheinlich nicht, aber... Ja, da denkt man hier, das ist erstmal übel zum Abschluss so und... Dann kommen die Flashbacks. Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Au. Au. Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Ja. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir, wir nehmen eine Auszeit. Ach, hast du mir leid? Nein. Wir haben lange drüber geredet und, wir wollten es beide so. Okay. Oh, setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also... Nicht gehen. Ich weiß. Okay. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut, alles gut. Hey. Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy, du weißt, was wir durchgemacht haben. War dir das? Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Dina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir mal zu. Oh ja, ich höre dir ganz gespannt zu. Nein, oder?
Wir werden doch hoffentlich nicht nochmal aufbrechen. Ich meine, sie hat ja jetzt verschont. Also das würde ich jetzt nicht gerade sehr schön finden. Ich meine, das macht der Joey auch nicht wieder lebendig und wir haben ja auch die Freunde von ihr getötet. Jesse Eltern waren heute da. Zuerst war es ganz schön. Sie sind nett, aber dann haben sie uns gedrängt, wieder nach Jackson zu ziehen. Ich bin damit nicht klargekommen und in den Wald gegangen. Und bis nachts dort geblieben. Dina hat auf mich gewartet. Ich wusste, dass sie sauer war. Aber sie nahm nur meine Hand und brachte mich ins Bett. Ich fühle mich so schuldig. Es ist wieder passiert. Ich habe diesen Kylo gejagt und ihn bei der alten Tankstelle in die Enge getrieben. Er blutete aus und schrie dabei. Es klang wie er. Ich habe die Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich habe ihn zurückgelassen, sterbend. Meine Haut tut weh. Wann wird es ruhig? Die Zeiten sollten doch alles durchgestrichen. Das Verlangen löschen. Verfolgt von einem Lächeln wird die Maske schwer. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Eine Schlinge liegt um meinen Hals und mit jedem Schritt. Nimmt sie mir den Atem? Kann ich die Schlinge durchtrennen? Ich habe auf den Morgen gewartet, aber es gibt kein Licht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich blind, aber ich kann alles hinter mir lassen. Es ist wieder passiert. Die Bilder bin ich schnell losgeworden, aber meine Haut tat mir den ganzen Vormittag weh. Ich habe den Versuch aufgegeben, wieder einzuschlafen. Dina ist mit mir wach geblieben. Wann hört das auf? Ich verstehe nicht, wie Dina so unbeschwert über Jesse reden kann. Sie erzählt JJ alles über ihn. Sie glaubt, dass es gut für mich wäre, über Joel zu sprechen. Aber rauszulassen... Achso, alles rauszulassen. Wenn sie das so sagt, klingt die Erinnerung eher nach einer Lebensmittelvergiftung. Ich will nicht darüber reden. Es tut nur weh. Und ich glaube, wenn ich einmal damit anfange, kann ich nicht wieder aufhören. Ich habe heute mit JJ einen Ausflug gemacht. Er hat die ganze Zeit gelacht. Ich habe fast den ganzen Tag nicht an Seattle gedacht. Das war schön. Okay. Ich nehme schon wieder fast eine Stunde auf. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange noch geht. Ich dachte, das wäre vielleicht so eine Sache von einer halben Minute. Na komm, gehen wir mal runter. Eine halbe Minute, eine halbe Stunde meine ich. Habe ich schon eine halbe Minute gesagt?